die Tat selber, das, was passiert ist, ja, die Öffentlichkeit war ja ausgeschlossen, hat stattgefunden hier in einem Imbiss und er kannte meine Mandantin gar nicht. Sie war also sozusagen für ihn ja, sogenanntes Zufallsopfer, wobei das auch immer schwierig ist, das so zu nennen. Und er ist dann sozusagen in diesem Imbiss gewesen und hat gemerkt, dass da eine Frau sich auf der Toilette befindet und hat dann sozusagen die Entscheidung getroffen, in diese Toilette einzudringen und hatte dann auch den Plan, sie zu würgen, möglichst auch bis zur Bewusstlosigkeit, um sie dann zu vergewaltigen. Und das hat er dann auch in die Tat umgesetzt. Der Angeklagte ist heute wegen einer besonders schweren Vergewaltigung zum Nachteil meiner Mandantin zu einer Jugendstrafe von 6 Jahren verurteilt worden, so wie es die Staatsanwaltschaft und auch ich als Nebenklagevertreterin für die Nebenklägerin auch beantragt haben.